Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ja, heute geht's in den Dungeon endlich mal. Ja, ein paar Sachen habe ich noch aufgesammelt. Die behalte ich erstmal in den Taschen. Ich habe auch ein bisschen was getestet, weil ich wollte halt hier unten praktisch einen kleinen Weg machen. Und habe dann ein bisschen mit Plattformen rumprobiert. Ich kann ja mal hingehen kurzzeitig. So, und... genau. Nein. Ja, falsche Taste drückt, macht aber nichts. Und wie gesagt, ein Holzsteg praktisch. Und damit der Regen nicht unterbrochen wird, habe ich dann halt mit Plattformen, damit er da durchregnet, gebaut. Und ein bisschen rumexperimentiert. Wollte einfach nur mal sehen, wie das aussieht. Und wie das geht da mit dem, dass das Wasser praktisch weiterläuft. Geht alles, weil ich möchte ja praktisch, auch wenn ich alles nachher durch Brücken und Wolken verbunden habe, möchte ich ja irgendwann auch einen Weg praktisch nach oben haben, weil sonst ist alles zugebaut und ja, wäre nicht so gut. Ja, wie ich das letztendlich mache, muss ich mal sehen. Vielleicht mache ich auch so einen kleinen Weg da durch, so mit so Strickleitermäßig. Mal überlegen, also praktisch von unten ins Haus rein, obwohl das ist eigentlich ein bisschen doof. Ja gut, hier habe ich die Erde ein bisschen vergrößert, dass da mehr ist. Ich werde eventuell hier noch so eine Art Ausläufer machen, so wie ich das zeichne. So etwa so bummelig, damit das ein bisschen nach mehr aussieht, nicht mit so einem Popel da oder keine Ahnung. Wie auch immer, dieses Mal nicht, beim nächsten Mal. Ich will ja auch noch eine zweite Insel da. Zweite Wolke praktisch, also fliegende Insel Teil ranbauen. Also zweites Haus auf einer weiteren Wolke. So will ich das machen. Und dann kommt da erstmal der Guide rein. Klar, es ist anfangs, wenn wir mal kurz was beim Guide nachgucken wollen, ist es hier, ne, unten gucken, was aus der Truhe holen, hochporten, Guide befragen, wieder runtergehen, bauen. Ist ein bisschen umständlich anfangs, aber ich sag mal, so vertan ist das nicht. Da ist noch ein Glück, den nehmen wir mal mit. Glibber können wir immer gut gebrauchen. Da sind noch zwei Stück. Die nehmen wir auch mal mit. So, muss ich mal kurz räuspern. Gut, das war's auch schon. Kurz das Mikrofon gemutet. Theoretisch könnte ich es auch mit Audacity einfach rausfiltern. So, die Zombies brauchen wir jetzt nicht unbedingt killen, die können wir ignorieren. Gut, wollen wir uns mal Richtung Dungeon begeben. Ja, wie gesagt, das machen wir irgendwann mal später. Das hat für mich nicht so die hohe Priorität. Vielleicht, wenn wir mal so Zeit haben, nach dem ersten Dungeon-Besuch. Mal kicken. So. Schlangen gewesen. War ein bisschen komisch. Fetzenstück, das wollte ich gucken. Fackeln haben wir ein paar, Holz haben wir rumliegen. Also notfalls können wir Fackeln bauen. So, und da geht's schon los. Das, also, also das sind die Töpfe praktisch. So, die Bücher haben wir schon abgebaut. Das ist gut. Was das schick ist, nehmen wir mal mit. Diabolik-Siegel. Ja, gut. Alles hat noch nicht ganz übersetzt. So, egal. Leuchten, da sind Bücher. Ja, kommt durch die Tür. Mir doch egal. Moment, ist das ein... Haben wir eigentlich so ein... haben wir nicht. Brass Shave. Ach so, das sind... Aha. Bronze. Aha. Kann man sicherlich herstellen. Also ich lasse jetzt stehen, den Rest. Das ist jetzt... dauert zu lange. Und...
um so die Lampen und alles abzubasteln. Da kann man später mal die, was wollte ich noch? Upsie. Leuchten. Was wollte ich sagen? Da kann man später immer noch, weil wir gehen da sicherlich öfters rein. Wir werden ein paar Mal verrecken, denke ich mal. So, ich wollte vielleicht mal eine Fackel setzen. Da ist ein Stuhl. Was besteht da? Gotischer Chair. Gotischer Chair. Genau, Gothic Chair. Wie auch immer. Oh, so ein Buch nehmen wir mal mit. Ein paar nehmen wir davon mit, aber jetzt nicht alle. Ich werde erstmal sämtliche Bücher bunkern. Das ist so wichtig. Was ist das da unten? Ah ja, also ein Stern. Das sah so komisch aus. Bei Büchern nehme ich alle mit. Zumal wir eh den Waterbolt finden wollen. Ja genau, wir leuchten. Oh, Heiltränke immer noch mal mitnehmen. Kann man nachher bessere Heiltränke ausbauen. Und das ist ja halt hier recht schwierig. Wasserbolzen, da ist er auch schon. Meisterhaft. Das klingt doch mal nicht schlecht. Packen wir mal dahin. Hier. Ja, ich mache den Wasserbolzen nicht so gerne. Manche finden ihn richtig gut. Ah ja, da habe ich noch nicht gesetzt. Das war halt von unten entweder unser Wasserbolzen oder... Ja, nein. Skelett Maria. Alles ausräumen, ein Schlüssel. Zwei Schlüssel haben wir, zwei goldene. Das ist gut. So. Mana Tränke nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben wir einen Stern, wenn wir die mal herstellen wollen. Also die Größe, haben wir eine Sternschnuppe gespart. Die Water Candles. Ja. Ein, zwei kann man ja mitnehmen. Ein, zwei kann man ja mitnehmen. Wasserkerzen, genau. Pfeifhalle nehmen wir mal weg. Ruhe, gut können wir behalten. Oh, langsam füllt sich das mit Krimskrams. Ja. Schwacher Heiltrank, was ist das? Alchemie-Länder. Na gut. Oh, ein Wasserbolzen, okay. Ja, die findet man dann plötzlich mal schneller. Ja, anfangs dauert es halt ein bisschen, weil wir jetzt alles Mögliche mitnehmen. Aber es macht alles nichts. Also die Bücher brauchen wir später, um einige Sachen zu bauen. Da kommen wir dann immer noch dazu, wobei im Prinzip, wir haben ja schon so ein Buch, Bookshelf, sag ich schon hier, so ein Bücherregal. Also, um Zauber zu basteln. Zauberbücher herzustellen, brauchen wir eigentlich keine Bücher mehr zu bunkern. Blauer Ziegel, gut, den lassen wir mal dran. Quatsch. So. Wollen die Dungeon mal nicht auseinandernehmen. Ah ja, können wir einfach mitten an die Wand klatschen, auch gut. Ja, durch die neue Version ist der Dungeon natürlich auch ein bisschen anders designt. Hat aber eigentlich dieselben Inhalte. Mal gucken. Ach, guck dir mal. Ja, jetzt habe ich den. Aua. Da bin ich in die Stacheln gesprungen. Aua. Aua, aua, aua. Ah. So. Ja, wir sollten vielleicht einfach mal sowas machen. Kommt gesünder und so, ne? Es tut ja nicht nur, dass wir gleich am Anfang schon hier drin verrecken. Aber. Und
der Latschen mit der Pfeilteile. So, mal gucken, was oben ist. Langsam können wir mal eine Truhe finden. So viele schicke Sachen da drin. Das für ein Banner, Reggie Brotherhood Sigil. Das ist eigentlich ein Banner und kein Sieg. Was auch immer Sigil genau übersetzt heißt. Vielleicht Siegel. Keine Ahnung. Ah ja, da ist so eine Stachelfalle. Oh. Wir drehen den Stacheln. Geht das? Jo. Die wollen wir mitnehmen, mal gucken, was drin ist. Aufgeschlossen ist. Aber. Tja. Magische Rakete, böse. Aua. Aua. Die Tür haben wir schon mal geöffnet, oder die war schon offen. Irgendwie sowas ist ja auch wurscht. Hätte ich das. Oh Mann, ist gut, ich hab's kapiert. Ja, ja. Von links und von rechts und von oben und von unten. Ja, Kiste ist fast voll. Ja, alles ausräumen und es bleibt noch was da. So. Du kannst durch Wände schießen. Und ich komme mit dem Waterbolt natürlich nicht da durch. So, jetzt kommen hochgeportet endlich. Los, hopp, hopp. Nein, halt nicht. So, was, das können wir mal wegschmeißen. Ja, ausräumen, mitnehmen. Ja, auch schlau. Komm, hauen wir uns den Pilz rein. Jetzt aber. Gut, ich wollte mich mal kurz zurück, ein bisschen Platz zu schaffen. Weil was weg muss, muss weg. Weil was weg kann, kann weg. Muss und überhaupt. Können wir ein bisschen Platz schaffen. Ja, wieder das obligatorische Schnellstapel durch alle Kisten. Ah, da schon ein bisschen was gefunden. So. Silber tun wir mal hier rein. Ja, Rubik und Sing. Wir haben Flaggen, die kommen dann zur Deko-Kiste. Grasschelf. Ja gut. Wir haben doch sicherlich irgendwo die Plattform. Ja. Und jetzt muss ich die Plattform. Wasserbolzen himmlisch. Wasserbolzen Meisterhaft. 18 minus 10, 5. Schaden. Ah, Rückstoß. 8 Schaden, hier ist die Mitte aller Rückstoß. Ja. Krimskampfkiste. Bäuerschüsse brauchen wir noch. Das ist Deko. Malertränke und so weiter können wir zum Aufbewahren. Bomben. Ja gut, komm, rein in die Kiste, dann ist Ruhe damit. Das, ach, die Alchemielaterne, Deko-Krams. Und das, Gothic. Erstmal alles hier rein. Das irgendwie nach Deko aussieht. Alte Waffen tun wir mal in die. Ich sag mal, Krims. Ja, können wir auch in die Kiste tun. Vielleicht hauen wir da sämtliche magischen Waffen, die wir gerade nicht brauchen, rein. Drei Wasserbolzen gefunden, Wasserbolzen meisterhaft. Irgendwas habe ich doch gerade weggepackt. Ja, wo habe ich es hingepackt? Wir haben noch was mehr für Wasserbolzen gefunden. Na gut, dann waren es eben nur Wasserbolzen. So,
wendig, bloß jetzt Tempo himmlisch, meisterhaft. Ich denke mal, der meisterhaft ist besser. Das kommt jetzt mal in die magische Waffenkiste, die wir gar nicht brauchen. Die magische Waffe, die wir gar nicht brauchen, würde ich damit sagen. Jo, ach, die magische Rakete. Jo. 24 magischer Schaden, 21 Tempo, wirft eine steuerbare Rakete aus. Nehmen wir mal mit und probieren wir mal ein bisschen drin rum. Und weiter geht's hier zurück in den Dungeon. War Geld dabei? Ne, das haben wir weggepackt. Gut, das wollte ich noch wissen. Ganz nett. Einfach mal mitnehmen, mal gucken, was das bringt. Ich brauche kein Mana. Ja, ist ganz nett. Kann man nehmen. Mal auf die auf den Tacho gucken, sprich auf die Uhr. Ja. Wie gesagt, das ist ganz nett. Aber der Schaden ist relativ wenig, finde ich. Aber kann halt präziser steuern. Ja. Ja, gut. Komm, hau ab. Ja, da haben wir schon mal ein paar nette Sachen gefunden im Dungeon. Aber einmal will ich noch rein, möchte ich damit sagen. Wer weiß, vielleicht gehen wir in der nächsten Folge nochmal rein. Alles mal gucken. Heute will ich aber erstmal nur eine Folge machen. Es sei denn, mir fällt noch ein, ich könnte noch spontan was. Zum Beispiel eine Folge basteln. Sieht man ja so gerne. Nein. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, heute erstmal nur eine Dungeon-Folge und in den nächsten Tagen werde ich vielleicht noch mal öfters in Dungeon gehen. Da ist ein Banner mit Nekromantik sein. Nekromantik. Nekromantik. Das ist keine Nekromantik oder Automatik oder was auch immer. Karte machen wir mal einen Tick übersichtlicher. Nicht ganz so Tick. Jupp. Weiter geht's. Aua. So, da gehen wir mal nach links jetzt einfach vor. Oder? Wollen wir den Ball tanzen? Oh, nö, einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Haben wir mal so eine Ecke zumindest erkundet, aber ja, das bringt ein bisschen wenig. Aber hier die Pfeilfalle, die wir schon mal bespaßt, jetzt schon mal bekommen hatte. Nehmen wir auf dem Stachel rum. Ja, auch gut. Katakomb. Oh, nettes Bild. Federsturz. Achso. Ja, gut. Brauchen wir nicht. Und bis jetzt nicht. Nie. Da ist hier eine Kiste. Ja, dann hast du die Kiste. Bist du fein raus. Wie immer zu sagen und zu nerven fliegen. Ja, wunderbar. Super Martha. Das brauchen wir auch.
Oh ja, ist gut hier. Links, rechts und unten Arsch lecken. So. Goldener Schlüssel, ja. Gut, davon haben wir nachher tonnenweise und brauchen aber nur nicht mal die Hälfte davon, will ich sagen. Aber. Mal ein bisschen heilen. Oh ja, zehnmal daneben gehauen, weil er wegläuft. Her. Ja. Oh, ja, ist gut. Ich hab's ja kapiert. Ja, egal wo ich loslaufen will. Meine Herren. So. Aber es geht da weiter. Das ist doch schon mal was. Ja, so, was wollte ich machen, als mich wieder 1000 Viecher genervt haben? Plus 10% Rückschuss. Ja, aber ist ein Tick schneller. Das ist so der Vorteil am Musa Mauser. So. Musa Mauser. Ja, genau. Ah ja, die machen Türen auf. Ah, die Tür auf. Ja, gut, ich nehme doch wieder die Grasklinge. Aber immerhin, das Muramasa kann man nachher verwenden, daraus zur Waffe zu basteln. Gut, weiter geht's. Mal gucken, was hier oben ist. Oh, das ist ja noch wieder richtig weit. Was ist das denn hier? Truhe? Ach du Scheiße, das ist eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Ich glaube, dazu brauchen wir nachher irgendwie so einen Hardmode-Schlüssel. Tja, da ist es auch gut, dass wir Terraria 1.2 haben. Also, dass wir eine Welt in Terraria 1.2 erstellt haben, würde ich damit sagen. Weil die Truhen gibt's nicht, trotz Hardmodes. Die gibt's in meiner alten Welt, meine ich, von meinem Hauptcharakter. So. Buch. Aber. Ja, wie viel von diesem Nerv wollte ich denn noch? So. Ja. Von da kam er. Ist auch egal, die Folge ist lang genug für diese. Bisschen haben wir halt was gefunden. Ich sag einfach mal, damit verabschiede ich mich für diese Folge. Den Kram, den packe ich noch in die Kisten. Offscreen aber. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, sagt's mir in den Comments, teilt mein Video und so weiter. Und entsprechend, wenn es euch nicht gefallen hat, ihr kennt es schon. Ich brauche es euch eigentlich nicht jedes Mal nochmal zu erzählen. Ich sag einfach mal, bis denn dann.